Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Open Transport Tycoon Deluxe. Die Staffel, die langsam dem Ende sich zuneigt, hier von unserem Wald. Der einfach nicht verschwinden will. Ich überlege gerade, ob ich einfach die Schäden hier hochlege. Da müsste ich aber terraformen. Und ich vermute, in dem Moment, in dem ich mit dem Bau anfange, das hier rüber zu schieben, macht der Wald dicht. Es kam aber die Frage in den Kommentaren auf, den ich sehr gerne mal nachgehe, das versuche, ob man nicht die, Stationen, also, weil es ja bei den, bei den Straßen, oh, der falsche Wald. Weil es bei den Straßen gibt es ja keine Wegpunkte. Da kam die Frage auf, ob man da nicht, also die Idee jedenfalls, ob man da nicht einfach einen LKW-Ladeplatz als Station nimmt. Und das möchte ich einfach mal ausprobieren, als Wegpunkt. Geht gleich los. So. Könnte man nämlich ein Fake-Tempo-Limit irgendwie einführen, hier innerhin und hier. Jetzt brauchen wir den Wagen, der dort hinfährt. Hier ist die Bergung mittelmäßig aktuell, das geht aber noch schlechter, damit das Ding endlich mal dicht macht. Der steht hier immer noch rum. Ich fahre dahin und mache aber nichts. Kann man dem sagen, mache nichts? Nicht entladen. So, im Prinzip mache nichts. Fahre durch, ne? Ist es eine Durchfahrstation. Und da könnte ich dem doch eigentlich sagen, mach ein Tempolimit von 15 in dem Bereich. Oh, es funktioniert. Dann könnte man den halt hier. Na gut, das dauert jetzt noch einen Moment, bis er dort weiterfährt. Sieht man das irgendwie, wann das dort weitergeht? 365 Tage lang bleiben, das ist mir, glaube ich, zu heftig. Hier ist nämlich Tempolimit 15, weil hier geht zu hoch und Schikanen und scharfe Kurven und so ein Mist. Da ist das gerechtfertigt, wenn man da so ein bisschen abgebremst wird, weil hier ist wirklich gefährliche, unfallträchtige Stelle hier. Mit vielen scharfen Kurven. So, es müsste da. Ist der jetzt gerade abgefahren? Ne, der steht immer noch hier. Kann ich dem jetzt nicht einfach sagen, fahr trotzdem jetzt los oder. Dann müsste ich den machen. Okay, dann beobachten wir das mal einfach mal. Und dann hoffen wir, dass dieser blöde Wald ja doch endlich mal das zeitliche Segen. Aber 40% befördert. Wo kommt denn das hin hier? Kohletransport. Was ist denn hier los? Jetzt ist die Bewertung schlecht. Das soll ruhig so bleiben. Damit das endlich mal verschwindet. Auf der Rückfahrt ist natürlich kein Tempolimit, weil auf der Rückfahrt ist das nie so gefährlich. Und da, jetzt fahren die alle hier durch die Stadt. Das ist natürlich auch doof. Aber das haben sie jetzt davon. Übrigens habe ich auch in den Kommentaren einen Tipp bekommen. Man erkennt, ob das abgesenkt wird. Eigentlich nicht hier, ne? Oder sehe ich, das ist falsch. In den Kommentaren hieß es, man sieht, ob abgesenkt ist zwischen den Gleisen, wenn da die Rasterung weg ist. Aber die ist ja immer noch da, Junge. Oder sehe ich, das ist irgendwie falsch. Jetzt will der Herr B und entladen. Da soll er bitte einfach durchfahren. Weder entladen noch beladen steht doch da. Bist du blöd irgendwie, Auto? Bist du blöd? Bist du blöd? Warum machst du das? Aber er hat jetzt das Tempolimit drin. Man kriegt jetzt übelst langsam dort hoch. Also wir mobben hier den Wald richtig, dass der dann endlich mal dicht macht, aber ja, es will nicht. Jetzt ist die sehr schlecht. Jetzt habe ich mal so langsam Hoffnung, dass es nicht vielleicht doch auch abfliege. Dass es nicht vielleicht doch mal passiert und dann
wird das gefeiert, aber ich befürchte schon, dass der bis zum bitteren Ende bleibt hier, der Wald. Dann kam noch ein Kommentar, ich hätte hier irgendwo eine Schiene falsch verlegt. Kann natürlich sein, dass ich das in einem der letzten Folgen dann schon selber bemerkt und behoben habe. Jedenfalls scheint der Verkehr hier über diese Außenstrecken, Abkürzungsstrecken zu laufen. Auch wenn da jetzt noch gerade kein Zug drauf unterwegs ist. Aber es gibt ja noch ein bisschen Optimierungspotenzial, gerade hier an der Stelle muss man ganz klar sagen, Passagier verkehrt Vorrang. Und das bedeutet, dass wir... Sind ja Züge? Nö. Du hast dich nicht verirrt. Hä? Warum soll denn der sich jetzt verirrt haben? Macht doch gar keinen Sinn. Das heißt, die Passagierzüge kriegen hier eine kreuzungsfreie, also hier halt kein Tunnel, dass sie da durchfahren können. Und das machen wir mal schnell ohne irgendwelche Umleitungsgleise. So. Zack. Jetzt kann der da wieder drauf. Und der fährt da oben lang, das ist doch bestimmt ohne richtig. Ne, da oben war ja doch auch ein Dingens, stimmt. So, und das kann man aber jetzt hier, glaube ich, nicht wirklich umbauen. Da müsste man hier irgendwie die Gleise umverlegen. Ja, das lassen wir mal. Dann hier wäre noch so eine Stelle. Da überlege ich gleich, da merzen wir hier oben das ja auch gleich noch mit raus, diese Ausbuchtung hier. Ha, perfekt. Wir machen eine Betonbrücke draus, das sieht ein bisschen schicker aus. Der kommt, na, da nicht. Dann halt hier. Warum haben wir eigentlich hier diese Brücke stehen gelassen? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Komm, er kann man ja auch abkürzen jetzt wieder, dass die hier rumfahren. So hier, warum hat man das da stehen gelassen? Irgendeinen Grund hatte das bestimmt. Oder haben sie bloß verpeilt, das abzureißen? Kann natürlich auch sein. So. Wenn jetzt noch diese Industrie hier schließen würde, dann könnte man das hier rumbauen, aber... Wenn nicht, dann halt nicht. So, noch so eine Ecke hier wäre noch ein Fall. Wo der durchgehende Passagierverkehr Vorrang vor allem hat. Wir machen da gleich mal den radikalen Weg. Ach so, ich habe übrigens, wir gucken gleich nochmal hier fertig. Na gut, hier könnte man eigentlich auch, aber da müsste man... Da müsste man... Das anders machen, egal. Ich habe übrigens an dieser Stelle jetzt noch rausgefunden, wo das Problem lag, dass da kein Zug hingefahren ist. Und zwar ist das richtig fies. Ich stelle die Szene mal nach. Hier ist das Gleis.
Und dann war nämlich... War das so? Nee. Nee. Hier so hier. Dahinter stand ein Signal und das hat man durch den Oberleitungspfosten gar nicht gesehen und daher hat das erst funktioniert, als wir das komplett abgerissen und neu gebaut haben. Ohne Ölbohrinsel schließt, haben wir da Schiffe? Nö, dann macht das Ganze nichts. Ich hätte gerne Wald schließt und zwar genau dieser hier bitte. Kiesheim Wald muss schließen. Warum steht denn der immer noch rum? Der soll ja noch weiterfallen und nichts machen. Warte 0 Tage oder fahr einfach weiter. Irgendwie gibt das keinen Sinn. Ich sag dem weder entladen noch beladen und der. Er fährt einfach nicht weiter. Muss man nicht verstehen, oder? So, jetzt ist die Beladung auf schlecht. So, jetzt wird mir ein bisschen was eingeladen, aber viel wird es hoffentlich nicht. So, der Zug ist auf der Überholstrecke und kann jetzt ordentlich langgasen, so muss das doch sein. Ich überlege gerade, ob man die vielleicht doch noch ein bisschen weiter baut, ob man wenigstens vielleicht hier drüben noch Potsdam so ein bisschen mit einbezieht. Aber dann müsste man schon heftigst irgendwie, ein Parallelgleis bauen. Na gut. Hier fahren Lebensmittel. Wenn hier unten diese, ach, wenn hier unten diese Lebensmittel nie wären, dann könnte man einfach hier das Ding abreißen und hier so parallel. Darunter führen lassen. Ich meine, bisher drüben ist es eh. Was ist denn hier los? Ich habe irgendwie. Muss mich ständig räuspern, das geht ja gar nicht. Ich höre das natürlich nicht, weil ich das immer wieder rausschneide. Achso, es kam die Frage, ob man hier die Tunnel nochmal in Betrieb nehmen könnte. Das müsste man eigentlich nochmal so für die allerletzte Folge machen, so als Gag. Immerhin, der Stau ist weg, ne? Also...